Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind nach wie vor im Vault 88. Ich weiß, es schaut ein bisschen anders aus als beim vorgestrigen Part, aber das liegt daran, weil ich den Spielstand nochmal geladen habe. Das mit dem Bauen hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Deshalb haben wir das Ganze kurzfristig resettet. Ich sag's mal so vorsichtig. Und sind jetzt eigentlich an dem Punkt angelangt, bevor wir angefangen haben zu bauen. So, wir haben unser Testobjekt hier, da du. Und wir brauchen ein paar Dinge. Zum einen, questbedingt, müssen wir hier Sachen weiter erkunden. Zum anderen braucht er ein Laufrad. Und zwar dieses hier. So, das soll man einem Terminal anschließen. Ich würde mal sagen, ich mache es mal so. Und jetzt ist die Frage, ob sich das hier... Okay, so einfach ist das nicht. Gibt es da noch was Spezielles? Nö, Powerräder. Wie mache ich denn das jetzt wieder? An ein Terminal anschließen. Generator, ob das hier dabei sein wird? Aha. Voltec-Reaktor. Ein Superreaktor. Mhm. Großartig. Aber irgendwo müsste so ein Teil schon mal stehen, weil irgendwo kriegen wir Strom her. Also ein Reaktor muss schon mal. Aber der wäre halt schön, wenn er da wäre, ne? Eigentlich. Warte mal, wenn wir jetzt sowas haben, wo kriegen wir dann dieses Terminal her? Schalter? Druckplatte? Ich muss mich da mal kurz ein bisschen... Beschussschalter. Mhm. Stromleitungen. Aha, da können wir vielleicht eventuell vom Reaktor direkt hier was herleiten tun. Ich habe keine Ahnung. Na, das ist es, glaube ich, auch nicht. Produktion wird es. Ich meine, ich musste jetzt echt schauen. Das sind Sachen einfach so. Wie soll ich sagen? Versteckt, unter Anführungszeichen. Ja. Herstellung, Läden, Ressourcen. Ich hätte echt gedacht, das wäre hier dabei. Am Terminal anbringen. Ja, aber wir haben hier nur das da. Terminal. Da. Bist du sicher? Strom braucht das Teil. Sollen wir denn hier einen Reaktor herklatschen? Da im Eck? Oder waren die schon so schlau und haben sie irgendwie es geschafft, Strom hierher zu leiten? Der Reaktor wird sicher irgendwo da drinnen sein müssen, ne? Tuli tut. Oder auch nicht. Warte mal, war der nicht da unten? War nicht hier was? Nein, oder? Na. Blödsinn. Den ganzen Mist, da nehmen wir mal mit. Na, das. Wo kommt denn der Strom jetzt her? Wir haben 150 Energie. Wo zum Teufel steht der Reaktor? Wahrscheinlich bin ich schon 12-mal dran vorbeigelaufen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da ist er, glaube ich, ne? Hier ist der Reaktor. Wenn ich dich jetzt mitnehme, was nicht gehen tut, Käse. Da muss ich was probieren. Warte, ich stecke gerade fest. Da muss ich hier was probieren. Die können wir eigentlich auch verwerten, wo ich gerade dastehe und schaue. Na, die Äther werden wir nicht verwerten, bitte. Will er doch gerade die arme Äther da verwerten. Können wir hier dann irgendwie Strom und so? Dich muss ich auch noch zuweisen. In die Landwirtschaft.
Wo ist denn der Wort? Da. Passt, wir haben Essen. Zumindest wird sie welches machen. Ich bin verwirrt. Da gibt es überall Strom. Warum, bitteschön? Können wir da nichts verbinden? Da muss ich etwas Eigenes bauen. Hilft nichts. Bauen wir halt was Eigenes. Bis ich da mal dahinter komme, ist es sowieso. Ja. Ist der Tag schon etwas fortgeschritten. So. Dann würde ich sagen. Zack. Oh, das habe ich sogar schon gemacht. Angeglichen. Passt. Brav. Aha. Aha. Da ist der Strom. Statt hier geht er da drüben weg. Aha. Aha. Und das ist schlau? Echt? Ich finde es gerade nicht so schlau. Vor allem muss ich den ganzen Kerl drehen. Ich würde sagen, so vielleicht. Dass das Zeug da vorne ist. Und dann probieren wir mal was. Schau her mal mit dem komischen Radl. So. Und jetzt? Hätten wir es mit dem hier verknüpfen sollen, oder was? Okay, warte mal. Tun wir das nochmal weg. So. Ich würde sagen, das Rad, naja, welches, die meint schon das mit dem Bauen, oder? Terminal. Warte, ich bin ein Trottel. Gab's da nicht? Da, warte mal, Tische. Na komm. Aha, ohne Terminal. Mist, jetzt habe ich echt gedacht, ich krieg das hin. Was hätten wir denn da noch Schönes? Nur Kisten, ne? Ich suche da dringend vielleicht einen eigenen PC für das Ganze hier. Energie. Es wird mir nichts helfen wahrscheinlich. Na. Ja. Herstellung wird wahrscheinlich auch nicht drin sein. Na, ist nur Mixer. Käfige und Raider. Ist ein bisschen doof gerade. Hier wird nur zum Bauen sein, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Und bei speziell ist sonst nichts mehr. Na, das wird schon ihr PC gemeint sein. Wenigste, du musst dich mal erheben. Ich baue dein Ding jetzt mal jetzt hier hin. So, warte. Nur mal zur Gaude. So. Also Strom. So. Und du? Warte. Du stellst dich da mehr so hin. Warte, bevor du dich hinsetzt, das drehen wir mal. So wollte ich eigentlich. Toll, jetzt bist du mir wieder voll im Weg. Schopperl. Echt. So. Produziert Smiley, ja, ist auch schön. Na, nicht so. Na, das klappt so nicht. Da muss das eigentlich reichen mit Strom. Das hier mit Strom zu versorgen, da muss das so passen. Nein. Einfach mal da raus. So. Und jetzt? Das kann ich nicht machen, solange ich die Powerrüstung anhab. Aha. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich will mich nicht enttäuschen.
Das ist nicht richtig. Das ist gerade gar nicht richtig. Warum kann man das nicht mit deinem hier verknüpfen, Schnucki? Da hätte ich eventuell vielleicht noch eine Idee. Ob das das Rätsels Lösung ist, weiß ich nicht, aber ich probiere was. Ich probiere jetzt was. Da gab es halt hier was, glaube ich. Ja, die können wir ohne weiteres verwerten. Wo war denn das? Hier, glaube ich. Können wir den mitnehmen? Hier geht auch kein Strom weg, ne? Da wäre ein Terminal. Ich probiere noch mal. Ich probiere noch was. Okay, das geht auch nicht. Das ist wieder weg. Ich hänge schon wieder. Ich stehe schon wieder Vollgas an. Es ist halt echt. Das ist nicht nett. Wartet mal. Schauen wir mal kurz nach in der Questlog. Energie. Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des Experiments fest. Ja, wenn es kein Terminal gibt. Sorry, das war verkehrt. Ich studiere gerade. Ich weiß mir gerade nicht wirklich zu helfen. Nichts gut. Vor allem, weil es ja auch nichts gibt, ne? Ein Pranger, Friseur, OP-Dings, ja, ja, alles gut. Ich bin gerade verwirrt, muss ich echt so sagen. Hier vielleicht ein Fischständer. Becken, Toilette, Brunnen, Spender. Aha. Ein Fernseher, noch mehr Fernseher. Theke. Mist. Ich habe echt gehofft gehabt, dass hier vielleicht ein Dingens wäre. Ich habe übrigens einen Fernseher wieder gefunden. Ne? Supi. Scheiße, das haut so nicht hin. Das Einzige, was mir jetzt dann trotzdem noch einfällt, ist, dass ich das mal lagere und dass ich den dann mal mitnehme. Was? Mitnehmen. Und zwar hierher. Vielleicht eventuell da so her. Schau, so. Und den jetzt verbinden. Nö. Du nicht sein ein Terminal. Du sein irgendwas. Konsole, Konsole. Wo kriege ich dann so ein Terminal her? Herrschaftszeiten. Servus, Clem.
Die Alte verarscht mich doch. Puh. Ah, na, verdrückt. Ich schaue mich mal kurz um. Sind da hier dann die Terminals? Stuhl. Schnucki. Konsolen. Das sind einfach nur Konsolen. Regale, Kisten. Reaktor, den ich gern mitnehmen würde. Noch mehr Regale, noch mehr Konsolen. Na, da ist ja nichts. Also wie das jetzt wieder gemeint ist, ne? Das ist echt wieder voll komisch. Vielleicht müssen wir auch zuerst die anderen Sachen erkunden. Vielleicht geht's dann. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte echt gehofft gehabt, dass man einfach so ein Terminal bauen kann. Wahrscheinlich sollte es ja auch funktionieren so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Weil Strom hat das ja. Theoretisch braucht man den auch nicht. Strom hat der Depp ja. Was hat sie denn hier drin? Gibt es hier ein passendes Terminal? Nö. Dann ist es sicher was zum Bauen. Das ist echt mysteriös. Und das Spezielle ist halt auch nichts mehr. Das sind ja nur ganz normale Tische, ne? Das hat ja mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Na, kauf du blöder Baum. Wo bitte soll das denn sein? Theke, Toilette. Und wer braucht so viele Fischständer? Der war aber nicht so schlecht. Da hängt wenigstens was dran. Nachttischbecken, Toilette, Wasserbrunnen, Spender. Ein Projektor, ja. Es ist zum Mäusemelken, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier irgendwas noch? Nur eine Leitung, auf die ich stehe die ganze Zeit. Schaut nicht aus. Licht, sonstiges. Was? Wir haben es gefunden? Ach, das war doch ganz einfach. Wir haben es tatsächlich gefunden. Ich muss nur schön hinbauen, das ganze Klump hier. So. Wir haben es tatsächlich gefunden. Boah, das wird übel hier. Bei sonstiges. Ja. Bei sonstiges. So, bitteschön. Geht schon, kannst du schon machen. Es ist so heulen, es ist echt. Kann ich das jetzt da bedienen? Du Scherben, was fällt dir denn jetzt? Was hat der jetzt für Schmerzen? Warte mal kurz. Benötigt doch Strom. Wieso hat der... Würdest du mal bitte da drauf? Ich kann so nämlich nichts machen. Muss ich jetzt selber mal Strom machen, damit das geht? Hey! Treib Clem an seine Grenzen. Der Strom muss fließen. Ja, dann mach. Ich will nur ein bisschen handeln.
Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich stelle jetzt mal die Powerrüstung ab. Mal daher. So. Raus da. Das darf ja echt nicht wahr sein, oder? Ich bin überladen. Fällt mir auch gerade auf. Ich müsste mich mal entladen. Warte mal kurz. Edda? Edda, komm her. Hey! Gib gleich her, was du hast. Gib mir gleich alles her. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Ja, brav. Alles nehmen. Okay. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Würde ich nie tun. So, gesamten Schrott mal lagern. Ich soll eigentlich die Buffen und hier eigentlich alles schon mal zerteilen. Das kommt weg. Ja, von mir aus derweil auch mal. Die Lasermuskete hätte ich gern und die kommt mal weg. Die Brille, das Zeug. Die Radar-Geschichte. Ja, Entschuldigung, das geht nicht. Ich weiß, keine Ahnung, wohin die Quest soll. Nein, das ist unser Dings. Was waren das jetzt? Hilfsmittelchen. So, das und das. Das kann bleiben. Die nehmen wir weg. Gummibonbons, das Zeug, das und das. Was noch? Leuchtender Pilz. Das da. Bam, 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 bam. Psycho kann er dabei haben. Das da. Das sowieso. Whisky. Und die Zuckerbömpchen. So, jetzt müsste es mal passen fürs Erste. So, muss ich da jetzt ran? Ich glaube, da hat jetzt echt Strom. Und das reicht jetzt. Zum Aktivieren. Moment, was liegt denn da, bitte? Ein Julian. Glenn. Hallo? Clem? Was? Du. Da. Tatsächlich, er macht's. Mua. Na, mach! Na, ich werde nur gerade ungehalten, schon langsam. Er ließ mich die Aufseherin radeln lassen, diese blöde Kuh. Das darf ja nicht wahr sein, oder? Ich krieg einen Schirchen. Du sollst radeln, Freund. Da! Du! Wieso das? Ich meine, was. Ja, es ist halt wirklich das. Ja. Es ist halt wirklich unfassbar, das so machen. Und schon langsam kriegt man dann Schirm. Ja. Es ist, glaube ich. Power Red Experiment. Eigentum von Voltec, jawohl. Parameter des Experiments wählen. Zusätzliche Energieerzeugung, Anreize für längeres Benutzen
Umgebungsoptimierung, Notizen von Dr. Brown. Schauen wir uns das doch mal an, oder? Das Power Rat 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderische körperliche Betätigungen wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem FGT-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Voltec voranzutreiben? Der Kerl ist einfach nur wahnsinnig. Umgebungsoptimierung. Hä? Forschungsaufzeichnungen, Parameter übernehmen. Forschungsaufzeichnungen? Das Team von Dr. Riley hat trotz Bedenken mit seinen Tests... Really, wahrscheinlich nicht Riley, sondern Really. Entschuldigung. Das Team von Dr. Reilly hat trotz Bedenken mit seinen Tests eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen. Reilly ging davon aus, dass die Produktivität erhöht werden könnte, wenn das Power Rat 1000 mit einem positiven Naturfeedback assoziiert würde. Durch die Verwendung ätherischer Duftöle, beispielsweise Lavendel und Orange, konnte der Power Rat Prototyp einen starken Ersteindruck hervorrufen. Der sanfte Klang von Wellen am Strand mit einer Lautstärke unterhalb der Hörschwelle wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Energieerzeugung bei diesem Experiment war ein absoluter Fehlschlag. Hinweis: Ich glaube nicht, dass Ted trainiert. Dr. Brown. Aha. Parameter übernehmen. Abgeschlossen. Power Rat Experiment. Notizen von Dr. Brown. Das Power Rat 1000 ist bereits erfolgreich. Achso, das hatten wir schon. Na, dann war's das, ne? Und jetzt? Setzt er sich drauf? Freiwillig? Jupp, schaut's aus. Na, supi. Das ist alles? Also, dann, dann will ich einfach weiter. Ja, mach das mal. Viel Spaß. Schön, oh. Freut mich, dass dir gefällt. Was ist das? Sie schläft. Kennst du das? Sowas habe ich noch nie gerochen. Ist das Mutterbeere? Der arme Kerl. Hey, du da. Mädel, ich will reden mit dir. Ich will nur ein bisschen handeln. Du hattest, glaube ich, noch eine... Na, sie war das gar nicht, aber das nehmen wir weg. Das war gar nicht so. Ich dachte, irgendjemand von euch hätte eine Karotte. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Tao. Naja, wenigstens etwas. Nehmen wir auch. Zum Bauen. Da. Zum Bauen, lala. Ich hatte. Den Mais hatten wir doch hier, ne? So. Zack. Und zum Essen gibt's jetzt noch eine Karotte. So. Und eine Tao-Dingen zwar noch, ne? Diese Tao-Beere. Was nehmen wir für eine? Ich würde sagen, die hier. Einfach so. Passt, jetzt müssten wir eigentlich genug zu essen haben. Das müsste sie allein betreiben können. Subi. Wir brauchen auch noch Betten. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt so schön gebaut noch, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber wieso rede ich denn eigentlich so blöd? Wir könnten ja ganz kurz... Ist ja eh schon alles, ja. Professionell. Das bringt sich eigentlich auch nichts, oder? Das ist ja dann nur quasi die Innengeschichte, ne? Strukturen. Das ist ja quasi das Äußere, oder? Die haben das ja eigentlich auch äußern gemacht. Ich brauche so ein paar Platten. So ein paar Bodendingers. Den stelle ich mal hier ab. So.
So, das Zeug brauche ich mal. Ich muss nämlich messen. Er radelt wie ein Wahnsinniger. Ah, nicht schlecht. So, das kommt mal hier hoch. Ich muss das Ganze nochmal neu ausmessen. So. Abgeschlossen. Lass. Was zum Teufel? Ist alles okay? Null Energie, wir haben jetzt gar nichts mehr. Da ist gerade was abgeheizt. Wait, what, was? Aufseherin? Glam, ist mit dir alles okay? Oh Mann, tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte schmeiß mich nicht raus. Okay. Na, es ist schon gut. Repariere das Powerrad. Okay, meine Arme. Ah, da tut mir jetzt ein bisschen leid. Keine Sorge, das reparieren wir schnell. Also, reparieren. Jupp, schau, ich wieder heile. Erstattet der Aufseher den Bericht. Warte, bevor wir noch mehr tun. Alle hopp. Hi. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Wenn ja? ich den Bericht richtig verstanden habe, hast du dich für einen Lavendel- und Vanille-Aromaspender entschieden? Ich bin... Ja? ...richtig entspannt. Dieser Bolt ist der Beste. Ach. Wir schaffen eine neue Gesellschaft, nicht irgendeine Erholungseinrichtung. Meine Sachen klingen noch komisch. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelernt. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Mhm. Ich möchte Belohnung haben, ob nicht das geht. Nicht einfach sein, diese Daten zu finden. Muss auch was für mich rausspringen. Wenn du glaubst, dass Gefahr besteht, dann nimm diese Raketen. Ich kann sowieso nichts mit ihnen anfangen. Besorg einfach die Daten. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Die mir schon Raketen gibt, ist das aber gar nicht gut. Wupp, 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 wupp. Level aufgestiegen. Sehr gut. Level up, level up, level, level, level up. Yeah. Jetzt sind wir schon 45. Fein. Das Wasserloch. Besorg dir die chemischen Forschungsdingens. Ja, nix gut, würde ich sagen. Den Reaktor können wir jetzt aber... Also Reaktor, sage ich den, da können wir jetzt verwerten. Jo. Weil der strampelt eh für 3. Hast die Alte gehört? Die ist alles bloß nicht nett. Das muss ich schon mal sagen. Die ist wirklich nicht nett. Ich werde dir gleich dein Haus wegnehmen, dann hast du's. Was wir hier noch fix bauen tun, die haben jetzt zu essen. Die haben jetzt nur keine Betten. Ich baue dann jetzt noch ganz fix 2, 3 Bettchens. Und stelle die jetzt einfach mal irgendwo hin. Und irgendwas zum Einheizen wäre nicht schlecht, ne? Ich werde den jetzt einfach mal... Wo tun wir es denn hin, die Bettchen? Hier wäre es schön, ne? Im Licht. Ich werde sie dabei hier aufstellen. Da so. So. 1, 2. Damit sie schlafen können. Ich hoffe, das klappt so. 3. Ich hoffe, sie können so schlafen. Den können wir noch ein bisschen hier rüber tun. So. So, das können sie wenigstens schon mal heuer tun. Und was mit Schutz? Wo ist er denn? Du? Bist jetzt Aufseher vom Beruf. Verstehe. So. Was, die müssten jetzt zufrieden sein, das wollte ich noch erreichen. So, die könnt ihr mal hier schon mal schlafen tun. Ja, wie gesagt, irgendwas zum Heizen wäre schön gewesen. So eine Donne, weißt du, so eine Feuerbrand... Eine Brandfeuerdonne. Brandfeuertonne. Ja, so heißt das. War das nicht hier irgendwo?
Ja, da, dieses Feuerdingens habe ich gemeint. Erstens spendet es Licht und vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen Wärme. Einmal. Zweimal. So, ungefähr. So. Bei sie ist eh im Hütchen drinnen, der wird schon warm sein, sonst heiz ich hier einfach mal ein. So schaut's aus. Gut. Das heißt, wir sollten rausgehen. Hier schaut's einfach schrecklich aus, ich weiß. Wir hatten schon so viel gebaut, aber ja. Hat nicht ganz hingehauen. Wir könnten aber den. Wir könnten trotzdem. Wir werden das, glaube ich, auch machen. Die Baufolge hier könnten wir. So, das packen wir hier hin. Wir könnten die Folge hier trotzdem noch mit ein bisschen Bauen beenden, wollte ich sagen. So, das tue ich mal hier hin. Das passt recht gut als Lagerdings für die Nahrungsgeschichten hier. So, das schmeiße ich mal da oben hin. Dass man da nicht mehrere Sachen schleppen kann, das ist echt gemein. So, 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 weg damit. Dass wir hier halt ein bisschen Platz haben. So. Mal so professorisch. So. Dann hätte ich eben gern nach wie vor. Ich werde die Platten brauchen. Ich muss das ganze Zeug mal ein bisschen abseits stellen. So. So, den schönen Christbaum. So, dann tun wir hier hin. Soll die Stimmung ein bisschen aufheitern. Na, das Zeug lassen wir einfach mal. Gut, das müsste schon reichen. So, also Klipsel. Danke. Dann noch mehr Geklipsel. So. So. Und dann glaube ich, war noch einer und dann passt das, glaube ich, schon. Ich glaube, so hatten wir begonnen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. So. Noch schnell ein Stückchen nach unten. So. So. Ich weiß, ich mache das kompliziert, aber so habe ich die Garantie, dass es wenigstens ein bisschen passt. Aber ich glaube, da war schon Schluss, ne? Müsste ich jetzt mal testen. Gleich das zweistöckige. Also du da. Und gleich Stock 2. Unterste Verhandlungsbasis. Wo ist es denn? Da. Haben wir auch was für die Ecke? Ja. So, ne? Jetzt haben wir gleich zwei Stöcke. Die können wir dann super klasse eigentlich mit nur schnell zeigen. Mit diesen Rampen hier da verbinden, mit den Zeugs hier. Können wir das super verbinden eigentlich. Ja, so habe ich mir das halt mal gedacht. Aha, da geht es aber richtig weit rauf, ne? Also da wird es richtig weit rauf gehen. Boah. Da ist schon fast die Frage, wo fängt denn das an? Hier? Was ist das eigentlich? Eine Decke. Aha. Wäre das denn das Richtige gewesen? Na, oder? Gottes Willen. So, na. Na, passt schon so. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingen tut. Hier haben wir halt Türen und so, ne? Die sind dann bei allen gleich. Jo. Die Böden. Die werde ich mal. Na nu. So. Genau. Dann der nächste Boden. So, neben, daneben. Nein, nicht du. Du. So. Ja, Klipsel, mach. Nicht da, das heißt hier. Ja, so. Genau, so bringen wir das an. Dann können wir hier klasse und super die Wand aufziehen. Und hier natürlich auch wieder mit einem Tor probieren. Warte mal. Fenster würde ich sagen, hierhin. Oder ja, dahin würde ich sagen, noch nicht unbedingt. Da würde ich gerne nochmal die Wand haben. Bist du eigentlich eine ganz normale Wand? Und das war jetzt auch eine normale Wand.
Wo ist da jetzt der Unterschied? Ach so, ich verstehe schon. Aha, ich verstehe schon. Na, da braucht man noch... Da würde ich noch sowas brauchen. Und hier vielleicht auch nochmal sowas. So schon mal. Dann hier hätte ich gerne... Ich meine, Fenster ist sowas von überflüssig. Eigentlich. Deshalb würde ich gerne nur unten eines haben wollen. Und würde und hoffe, dass das so klappt. Na, nicht wirklich. Warte. Da ist jetzt nur Wand, ne? Ich probiere jetzt einfach mal was. Pass auf. So, dann müssten wir hier... Dann müsste das darauf passen. Und da tut es halt nicht, ne? Es müsste wirklich da so anklipseln. Warte mal. Probieren geht über Studieren, heißt es immer. Ja, schau. Aha, da würde er und da nicht, oder was? Aha, so langsam komme ich dahinter, wie das gedacht ist. Okay. Okay, Schnucki, dich muss ich wieder verschrotten. Aha, okay, das geht dann, wenn so. Mhm. Das ist aber irgendwie doof. Weil es ist immer symmetrisch, schau mal. Also wenn es mit Fenster ist, dann hat der obere Stockwerk auch gleich ein Fenster. Naja, dann ist es halt so, ne? Obwohl der eigentlich gar keins brauchen wird. So. Das gleiche hier mit der Tür, ne? Eigentlich braucht nur der untere eine Tür und nicht der obere. Was bist du eigentlich? Eine Decke. Ja, das habe ich schon geschnallt, aber wie? Wie sollst du funktionieren? Es muss doch möglich sein. Aha, das nimmt er. Aha. Hängender Boden. Aha. Sowas wird auch gehen. Na, nur einzelne. Ach, das ist echt ein bisschen kompliziert. Wird das gehen? Aha. Wollte er da gerade anklipseln? Nicht so wirklich, ne? Hätte aber gerade so danach ausgeschaut, aus meiner Sicht. Ja, wenn, brauche ich eh eine Tür. Also das hier eher. Clips. Das ist mysteriös. Eingang oben. Jetzt fällt der Groschen. Jetzt fällt der Groschen. Ich weiß schon, wie es gemeint ist. Ah, gut, wir können das Ganze individuell bauen. Das freut mir. Du wirst verschrottet. Jetzt komme ich dahinter. Naja, es wird so. Pass auf. Jetzt, da müssen wir schauen. Die mittlere Etage oder die obere. Warte mal, Entschuldigung, bin gerade am Mikro angestoßen. Die mittlere ist, wenn man es noch höher haben möchte. Braucht man aber nicht. Jetzt komme ich mit, wie das gemeint ist. Meine Güte. Es ist halt schon ein Gefred. So, warte. Das obere. Da gab es jetzt irgendwo Wand oben. So, das müsste hier sich anklipseln. Mach mal. Ja. Auch hier. Da braucht man beim Weiten kein Fenster, oder wohl? Zum Runterschauen. Dann hätte ich das jetzt gerade nicht verschrotten brauchen. Und für mittig, pass auf, gibt es jetzt irgendwo diese Böden? Schau mal, warte.
Das müssten sie sein. Ja, ich glaube, wir haben es hinbekommen. Ma, bin ich froh. Ich glaube, das haut hin. Zumindest schaut es danach aus. Ah, jawohl. So ungefähr. Ja, ja, ja. Das wird schon. Perfekt, jetzt können wir hier raus. Und wenn wir da reingehen, hier haben wir das Fenster. Gut, hier könnte man... Das passt nicht, wenn hier ein Fenster ist. Man sieht eh nichts außer diese Stahlträger. Da ist es so doch viel besser. Mei, bin ich froh, das haut hin. Da werden wir viel, viel Spaß haben beim Bauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ganz feine Geschichte. Jetzt komme ich endlich dahinter, wie das gedacht ist. Und es ist mir wieder eingefallen, dass ich hier nichts mehr hinbauen kann. Na schön, das wird die Sorge von unserem nächsten Mal sein. Ich bin auf jeden Fall entzückt, das haut echt hin. Wir kriegen das hin, das wird uns gelingen. Wie ein köstlicher Kuchen wird uns das gelingen. Und ja, ich würde auch gleich meinen, wir machen eine kleine Baufolge nochmal im nächsten Part. Und werden hier die Vault ein bisschen auf Vordermann bringen tun. Ich muss auf jeden Fall noch mindestens um einen Fleck weiter hier rüber. Das muss auf jeden Fall noch sein. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!